Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs im Singleplayer. Und ja, wir fahren heute von Bremen nach Hamburg. Wir haben heute, Entschuldigung, LKWs, Entschuldigung, Feuerwehr. Wir haben heute 12 Tonnen geladen. Und zwar Salz und Gewürze. 131 Kilometer haben wir heute. Also nicht ganz so viel, weil ich bremse schon wieder nicht. Ich habe auch nicht ganz so viel Zeit. Deswegen heute auch, ja, kürzeres Video. Ja, heute zum Samstag eben. Ja, weil ich nicht wirklich viel Zeit habe. Deswegen bloß, wie gesagt, ein kurzes Video, genau. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? ETS hat jetzt so einen einen kleinen Patch rausgebracht. 1.46.2, glaube ich, müsste das sein. Wenn es mich jetzt nicht täuscht. Autofahrzug. Ich kann nicht bremsen. Genau. Aber sonst gibt es nichts. Von alles gibt es so gar nichts. Und von ETS, wie gesagt, ein kleiner Patch ist rausgekommen. Und jetzt habe ich geschaut, jetzt kann ich auch wieder eben Multiplayer fahren. Fahren wir aber aktuell oder jetzt gerade nicht, weil ja im Multiplayer funktioniert der Wintermod nicht. Noch nicht. So, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen beschleunigen. Weil wie gesagt, ich habe heute nicht so viel Zeit. Warum fährt der jetzt rüber? Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit und jetzt müssen wir bremsen, das ist für nix. Ich habe jetzt Handbremse angezogen. Ne, wir fahren drüber. Wir hätten es sowieso nicht mehr dabei ist. Also brauchen ja beim Bremsen gerade schon. Rechts genau. Halten und dann rechts abbiegen. Jetzt müssen wir aber gut bremsen. Weil wir hier um die Kurve rum müssen. Biege nach rechts ab. So, und wenn man ein bisschen langsamer ist, dann haut es auch immer im Bremsen. Und dann kann man auch schön fahren im Winter. Wenn es glatt ist und so weiter. So, dann jetzt auf die Autobahn und nach Bremen. So, dann einmal schauen, kommt nix, passt. Dann fahren wir rüber und dann schalten wir direkt in den sechsten Gang. Und ja, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag kommt ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und unter der Woche versuche ich einmal live zu sein. Diese Woche hat es leider nicht hingehauen. Aber ich hoffe mal nächste Woche haut es wieder hin. Genau. So, was fährt der so langsam? Okay, gut, wir fahren auch 85. Bisschen bremsen wir noch, jetzt müssen wir 83, das passt. Jetzt ziehen wir nach dem Auto rüber. Und überholen wir den einmal. Fährst ein bisschen langsam hier. Bei 3 km/h fahren wir nicht bloß schneller wie der. Also der muss schon ein bisschen noch langsamer fahren. Und ja, wir sind wieder mit unseren, oder in unserem Dings-LKW unterwegs. In unserem Weihnachts-Winter-LKW, wie auch immer. Genau. Und ja, dann schauen wir mal, wie viele Kilometer. 71 haben wir jetzt noch. Schauen wir mal, dass wir zügig fahren heute. Weil allzu viel Zeit habe ich jetzt echt nicht mehr. Aber dann am Montag, denke ich mal, kommt wieder ein längeres Video. Also alles Videos sind ja sowieso länger. Aber da geht es dann ganz normal wieder weiter mit den Videos. Und da wird das Video dann auch wieder länger sein. Genau. So. Da fährt schon wieder ein Auto. Bremst er? Eieiei, das war knapp. So, 83. Der Tempomat. Ich sehe den bei den LKW nicht. Der ist ein bisschen zu tief immer. Und die KMH-Anzeige ist auch so klein. Ich weiß gar nicht, können wir schon rüber? Okay, mein Motor hat keinen Bock mehr. Perfekt. So, jetzt funktioniert der aber wieder.
Und jetzt sind wir auch genau bei 80. Direkt links rüber. Nee. Nach dem Auto. Weil da fährt schon wieder ein langsamer LKW. So, überholen wir den noch schnell. Oh, da vorne fährt auch noch einer. Noch zwei. Überholen wir die auch noch. Wir in der Mitte. Beim Überholen. Ja, dann bleiben wir mal schnell da auf der Spur. Ne, bleiben wir nicht, weil wir da runter müssen. Fahren wir da schon rein. Da müssen wir eigentlich fast. Ah, bremsen. Erst. Jetzt müssen wir bitte schauen. Abstand haben wir nicht viel. Wie die Verhältnisse. Da, dann blinkt man schon mal rechts, weil da müssen wir jetzt runter. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Dann müssen wir wieder ein bisschen abbremsen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, dann schön hier rum. Am besten nicht wegrutschen. Demnächst links abbiegen. Schön sachte und dann hier oben nochmal links. Biege nach links ab. Dann kurz an der Ampel warten. Bitte warten. Hallo, LKW, bitte warten. Okay. Jetzt hast du die Grüne umgeschalten. Ah ja, jetzt ist Bremsen bei den Ampeln, ich weiß ja nicht. Haut nicht so wirklich hin. So, jetzt sind wir sowieso. Ah! Ah, das können wir ja im Singleplayer nicht. Ganz vergessen. So. Habe ich gerade mal gesagt, unter der Tür, wir fahren nach Bremen. Ich glaube schon. Wir fahren natürlich nach Hamburg. Habe ich ja am Anfang gesagt, aber ich glaube, mittendrin habe ich mal Bremen, glaube ich, gesagt. Aber wir fahren nach Hamburg. Und M können wir da nicht drücken, weil sonst öffnet so die Karte wie gerade. Funktioniert bloß im Multiplayer so. Also so anders. Biege nach rechts ab. Ja, bremsen. Perfekt. Können wir sogar noch ein bisschen vorfahren. Wir haben ja da so einen schönen Spiegel. Jetzt sollten wir aber mal halten. Ja, jetzt sollten wir mal halten, genau. Jetzt sollten wir mal stehen bleiben, ja. Das war richtig und besser so. Also, dann, wo müssen wir da vorne hin? Wir müssen, glaube ich, links. Wieder das, ich sag mal, das Standardding in Hamburg. Ja, fahren wir da links oder fahren wir geradeaus? Eigentlich macht es keinen Unterschied. Und wir fahren, glaube ich, zu schnell. Das Navi meckert. Wir fahren, glaube ich, jetzt geradeaus und dann erst. Ah, wobei, fahren wir jetzt links. Ah, ne, jetzt noch nicht links. Aber dann. Oh. Ja, der Motor hört noch. LKW, bleibt doch mal stehen. Der Motor hört sich ein bisschen komisch an. Aber müssen wir dann reparieren. Aber schaffen wir. Links halten und dann links abbiegen. Warum ist die Ampel noch rot? Jetzt grün. Perfekt. Biege nach links ab. Ah, bremsen. Ja, fahr zu jetzt das LKW. Schaffen wir es um die Kurve. Oder soll ich nachschieben? Eieiei. So, jetzt da nochmal rechts. Der blinkt. Ne, blinkt nicht. Blinkt der? Ne, keine Ahnung, sieht man nicht. Doch, der blinkt. Oder biegt zumindest rechts ab. So, dann hier einmal rum. Hoppala. Demnächst links abbiegen. Und dann links abbiegen. Was ist denn das rote Ding da? Biege nach links ab. Ist das die Parkbremse? Nee. Ach. Sollten wir mal reparieren lassen den LKW. So, jetzt aber erstmal hier rum. Demnächst rechts abbiegen. Und dann jetzt noch in die Firma rein und dann haben wir es für heute auch schon wieder. Wie gesagt, heute nicht ganz so ein langes Video, aber ich sehe gerade, ist jetzt trotzdem ja ziemlich lang. Aber nicht ganz so lang wie sonst immer. Genau. So, dann noch parken und dann haben wir es
wirklich komplett geschafft. So, ja. So, könnte es was werden. Ja, und dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Euch ein schönes drittes Adventswochenende und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!